Die Menschen vor Ort wissen selber am allerbesten, was gut für sie ist. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass diese Grenzen, die Hürden für Bürgerentscheide massiv gesenkt werden. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, wir haben neben der Europawahl am Sonntag ja auch Kommunalwahlen in vielen, vielen Bundesländern. Und was wir ja in den letzten Jahren immer stärker erleben, ist, dass immer mehr Aufgaben vom Bund und von den Ländern an die Gemeinden übertragen werden. Die werden immer neue Aufgaben werden ihnen aufgelastet, aber die Finanzmittel werden nicht entsprechend zur Verfügung gestellt. Und deswegen kommt ja auch eine KfW-Umfrage vom 23. Mai diesen Jahres zu dem Ergebnis, dass 88% aller Gemeinden in Deutschland pessimistisch hinsichtlich der Finanzlage in die Zukunft schauen. Und deswegen auch hier unser Antrag, der kurz zusammenfasst, sagt, wer anschafft, muss auch zahlen. Die Gesetze müssen ganz einfach so geändert werden oder die Bundesregierung und die Landesregierung müssen entsprechend handeln, dass die Kommunen auch ihre Aufgaben erfüllen können. Wir müssen einfach mal sehen, wie bundespolitische Entscheidungen beispielsweise massiv die Gemeinden in Not bringen. Bestes Beispiel ist, wie gesagt, die Migration. Wir haben eine Nettozuwanderung jedes Jahr in den letzten 10 Jahren von über 500.000. Das heißt, jedes Jahr kommt eine Stadt von der Größe von Dresden oder Hannover hinzu. Und es geht ja nicht nur darum, die Wohnungen, das ist ja schon ein Riesenproblem für diese ganzen Menschen zu schaffen, sondern es muss ja die ganze Infrastruktur geschaffen werden. Es müssen Kita-Plätze, wir brauchen Lehrer, Krankenhäuser, die Jugendhilfe und so weiter, die Sozialleistungen, alles muss ja da entsprechend gemacht werden für eine komplett neue Stadt von der Größe Dresdens. Und all das müssen die Gemeinden selbst schultern. Da kommt ja kaum Hilfe. Dadurch steigen natürlich auch, wir erleben das ja auch, die Sozialausgaben, Jugendhilfeausgaben und so weiter. Allein die Personalkosten, wenn Sie das einfach mal sehen, womit sind denn die Jugendämter beschäftigt? Die sind zu einem großen Teil mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen beschäftigt und haben kaum noch Zeit, ihre eigentlichen Aufgaben nachzukommen. Schauen Sie sich die Schulen an. Womit sind die Lehrer denn beschäftigt? Es gibt viel zu wenig Lehrer, aber immer mehr Kinder, die quasi Deutsch nicht richtig können, die erstmal herangeführt werden müssen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Der nächste Punkt ist in diesen ganzen Klimathemen kommunale Wärmeplanung. Sollen die ganzen Gemeinden ja in den nächsten 2 bis 4 Jahren machen. 500 Millionen stellt der Bund für die Planungen als Unterstützung bereit. Wer hier in den Anhörungen war, das weiß, dass die Kommunen gesagt haben, Vertreter der Kommunen, der Spitzenverbände, das kostet uns 3 bis 4 Milliarden im Jahr. Also das ist ein absolutes Nasenwasser, was die Regierung hier bezahlen will. Und mit den ganzen Kosten bleiben die Städte alleine. Das sind nur so ein paar Themen. Wenn wir dann konkret in die Forderungen eingehen, dann sagen wir natürlich zunächst einmal, müssen wir eine Umstellung von Geld auf Sachleistungen haben. Das würde die Kommunen schon mal sehr stark entlasten, weil es einfach den Migrationsmagneten nach Deutschland abstellen würde. Jetzt sagen ja auch, und das ist ja, wird ja immer die Diskussion vergessen, auf Bundesebene sagen ja plötzlich alle Politiker aller Parteien, ist eine gute Idee. Selbst der baden-württembergische grüne Ministerpräsident sagt, alles ganz toll. Ja, aber man braucht Bund und Land dafür eigentlich gar nicht. Der Landkreis kann das schon seit Jahren selbst entscheiden. Auch eine kreisfreie Stadt kann das selber entscheiden. Aber die haben natürlich gar nicht die Möglichkeiten, alleine als Landkreis das zu machen. Das ist ja ein System, das ja auch funktionieren muss. Und da fordern wir eben auf, dass der Bund und die Länderregierungen die Gemeinden dabei auch unterstützen. Wir müssen uns überlegen, was für ein Wahnsinn hier passiert. Wir haben Überweisungen aus diesen Mitteln, die die Menschen ja hier bekommen, die sogenannten Flüchtlinge, um hier leben zu können. Aber von diesen Mitteln werden jedes Jahr 10 bis 20 Milliarden Euro an die Länder zurücküberwiesen. Das Geld brauchen die also gar nicht. Und es gibt Länder in Afrika, deren Geschäftsmodell ist es, ihre Bürger hierher zu schicken und die leben von den Rücküberweisungen. Und das muss natürlich unterbunden werden, das raubt nämlich den Gemeinden die Finanzmittel. Dann natürlich Altersfeststellung von unbegleiteten Minderjährigen, und zwar die medizinische Altersfeststellung. Wir wissen ja,
dass im Moment in den meisten Städten und Gemeinden findet statt ein Gespräch mit einem Sozialarbeiter, der dann nach 15 Minuten Gespräch treffsicher sagen kann, ob derjenige mit dem Vollbart jetzt 15, 16, 17 oder 25 ist. Dabei wäre es so einfach, man müsste nur eine Röntgenaufnahme machen und dann könnte man innerhalb kürzester Zeit sofort bestimmen, wie alt die sind. Und wir müssen uns einfach die Kosten überlegen, die damit zusammenstehen. Ein unbegleiteter Minderjähriger kostet mindestens 100.000 Euro jedes Jahr. Muss ich das einfach mal überlegen. Wenn deren Alter, und wir wissen, dass die Fehlquote etwa bei 50% liegt, ist ja nachgewiesen. Das heißt, wie viel Geld könnte hier gespart werden, das sinnvoll in andere Projekte eingestellt werden könnte. Dann haben wir natürlich auch im städtischen Bereich sehr stark die Diskriminierung der einheimischen Bevölkerung. Ich will Ihnen einfach nur sagen, wenn Sie beispielsweise in Stuttgart eine Sozialwohnung wollen, dann müssen Sie als Einheimischer 3 Jahre in Stuttgart gewohnt haben, um überhaupt auf die Warteliste zu kommen. Sind Sie gestern über die Grenze gekommen oder vor ein paar Wochen, dann werden Sie direkt auf die Warteliste draufgeschrieben, und zwar ganz oben. Und das kann nicht richtig sein, weil die Gemeinden nämlich in der Not sind und vom Bund gezwungen werden, diese ganzen Menschen bei sich aufzunehmen. Und damit kommen wir ja auch schon zum nächsten Thema. Wir sagen ganz klar, die Städte und Gemeinden brauchen ein Vetorecht hinsichtlich der weiteren Zwangszuweisung von sogenannten Flüchtlingen, wenn in dieser Gemeinde bereits Wohnungsnot herrscht. Was für einen Sinn macht es denn, wenn bereits tausende Einheimische in einer Gemeinde, in einer Stadt keine Wohnung mehr finden, dort weiter Menschen zwangszuzuweisen, um die Wohnungsnot weiter zu verschlimmern. Da muss es dieses Nothilferecht der Gemeinden geben. Es gibt es ja in Bayern bereits ansatzweise, da hat ja bereits die ein oder andere Gemeinde die Aufnahme verweigert, genau aus diesen Gründen, weil sie die Menschen gar nicht mehr unterbringen können. Und das muss es eben auch dafür gesorgt werden, dass es das bundesweit und auch wirksam gibt. Weil was soll das für einen Sinn machen? Das ist ja quasi die Augen-zu-Politik. Die Regierung macht die Grenzen auf, jeder kann rein. Und die unten, die Gemeinden sollen dann das Problem irgendwie lösen. Ist uns doch egal, wir drücken euch die einfach aufs Auge. Ist egal, ob ihr die Wohnungen habt oder nicht. Ob ihr die sozialen Einrichtungen habt, völlig egal. Und das kann nicht richtig sein. Und das Ganze führt natürlich dann auch solche Dinge, die wir jetzt ja auch letztes Jahr sehr stark erlebt haben, wie zum Beispiel in Lörrach oder hier jetzt bei dem Pflegeheim in Berlin, weil die Gemeinden sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als langjährigen Mietern zu kündigen, um diese Wohnungen freizukriegen, weil sie irgendwie diese Leute unterbringen müssen. Da kommt nämlich genau das, was der ehemalige grüne OB Palmer aus Tübingen schon länger mal gesagt hat, so sinngemäß, ich bin rechtlich dazu verpflichtet, Wohnraum zu schaffen für Flüchtlinge, aber für die Einheimischen bin ich zu gar nichts verpflichtet. Und deswegen mache ich genau das und sonst nichts. Und das ist eine Sache, die eine Diskriminierung und natürlich einen Unmut bei den Menschen hervorruft, der klar ist. Dann haben wir natürlich noch das ganze Thema mit der kommunalen Wärmeplanung. Ich habe Ihnen ja vorher schon gesagt, allein die Planungskosten sind ein Irrsinn. Welche Kosten kommen denn da auf die Kommunen zu? Nehmen wir uns einfach nur das Beispiel. In Leipzig wurde ja diese Wärmeplanung durchgeführt. Zu welchem Ergebnis sind die gekommen? Nur für die Stadt Leipzig kostet diese Umsetzung, dieses Heizungsgesetz und dieser Wärmeplanung für die Stadtwerke 30 Milliarden Euro. Nur für die Stadtwerke. Weitere 25 Milliarden Euro für die Privathaushalte. Also nur um die Infrastruktur zu schaffen für dieses Wahnsinnsprojekt in einer Stadt 55 Milliarden Euro. Kann man sich das vorstellen? Ist übrigens ein Artikel, weil Sie gerade hier schon nachschauen, Focus Online vom 19.12.23. Dann ist natürlich klar, für lebendige Innenstädte ist eine Gleichberechtigung aller Verkehrsmittel dringend erforderlich. Was wir im Moment erleben ist, Entwicklungsländer wie Indien fliegen auf den Mond und wir steigen vom Auto aufs Fahrrad um. Das ist das, was wir erleben. Das ist ein totaler Wahnsinn. Die meisten von uns werden alle Verkehrsmittel benutzen. Die werden zu Fuß gehen, werden mit dem Fahrrad fahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch mit dem Auto, je nach Bedarf und je nach Alter. Und deswegen müssen auch die Innenstädte für Autos weiter erreichbar sein, Gleichberechtigung aller Verkehrsmittel. Ich will dann einfach nur noch ein paar abschließend zwei Dinge sagen, die uns wichtig sind. Wir setzen uns ein für die Abschaffung der Grundsteuer. Und wir setzen uns vor allem dagegen ein, dass jetzt gewesen durch diese Bundes- und Landespolitik die Kommunen genötigt werden,
die jetzige Grundsteuerreform nicht aufkommensneutral umzusetzen, wie es ja eigentlich versprochen wurde von der Regierung. Weil die sagen jetzt, wir haben überhaupt kein Geld, weil wir diese ganzen Aufgaben von Bund und Land bekommen, deswegen müssen wir die Steuern erhöhen. Und der einfachste Weg ist einfach, den Hebesatz nicht anzupassen und dafür zu sorgen, dass natürlich eine massive Erhöhung der Grundsteuer erfolgt, was zu einer massiven Erhöhung der Kosten des Wohnens führt. Das muss jedem klar sein. Das geht auf jeden Mietvertrag drauf. Und wir haben schon mit die höchsten Wohnkosten in Europa. Und vor allem, es gibt nicht genügend Wohnungen, nicht 2 Millionen bezahlbare Wohnungen fehlen. Und der dritte Punkt ist uns natürlich relativ wichtig, die Menschen vor Ort. Und das ist eigentlich der Kern des Antrags. Die Menschen vor Ort wissen selber am allerbesten, was gut für sie ist. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass diese Grenzen, die Hürden für Bürgerentscheide massiv gesenkt werden. Weil wer soll es denn besser wissen als die Menschen vor Ort, was gut für sie ist? Und dieses ganze Hineinregieren vom Bund und von Ländern in die Kommunen, das muss endlich beendet werden. Wir setzen uns für die Freiheit und für die stärkere Unabhängigkeit der Gemeinden ein. Die sollen selber entscheiden, was gut für sie ist vor Ort. Die wissen das am besten und das ist eigentlich der Kern des Antrags. Dankeschön.